Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Albtraum-Sex. Ich möchte gerne mit euch reden, für die Sex oder sexuelle Begegnungen zum Albtraum geworden sind. Ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele, will euch gerne mal ein paar nennen. Es könnte sich zum Beispiel um eine Sexsucht handeln. Es könnte sich darum handeln, dass man durch eine sexuelle Begegnung sich sehr schlimm infiziert hat, mit was auch immer. Es könnten die Folgen von Prostitution sein, es könnten Sexunfälle sein, die zum Albtraum dann geworden sind, wo Sexualität zum Albtraum geworden ist. Es können Unfälle beim Onanieren sein oder es könnte vielleicht auch sein, jemand, der durch lange Arbeit im Pornogeschäft eine sehr starke Störung im Punkto Sexualität und Erotik bei sich bemerkt hat oder bemerkt, es kann auch impotent sein. Es kann sehr viel sein. Also, das Thema heißt Albtraumsex. Wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Und der erste Anruf heute Nacht ist Fabian. Und Fabian ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian? Ja, hallo. Hallo, Fabian. Du bist dran. Ich grüße dich. Warte mal ganz kurz, ich muss hier mal was umschalten. So, jetzt ist es besser. Fabian, Albtraumsex heißt das Thema. Ja, ich habe einen ziemlich harten Albtraum. Und zwar, meine Freundin möchte mal gerne einen Zwingerclub. Aha. Und ich kann da voll nicht drauf abfallen, mit anderen Leuten Sex haben. Das ist meine Freundin, ich möchte sie für mich haben. Ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen schon? Schätzungsweise 2,5 Jahre. wieso schätzungsweise? Also so, ja, also ganz genau weiß ich das. Eigentlich weiß man das ja immer ganz genau, wie lange man mit jemandem zusammen ist. Ja, also gut, mittlerweile vergisst man das so. Nach so langer Zeit, ist klar. Ja gut. Also gut 2000 Jahre, ist auch gut. 2,5 Jahre. Ja. Wann hat sie denn zum ersten Mal diesen Wunsch geäußert? Das war nach meiner Tochters Geburt und vor circa ein Jahr oder so, weiß ich nicht. Mhm. Also es hängt so ein bisschen mit der Geburt des Kindes zusammen. Genau. Danach hat sie das gesagt. Wie begründet sie das denn, dass sie gerne in einen Swingerclub gehen möchte? Sie wollte es damals einfach nur mal ausprobieren. Und dann, gut, ich wollte es auch ausprobieren, weil ich bin ja noch jung. Und ja, dann waren wir das erste Mal da. Und ach so, ihr wart schon da? Ja, wir waren schon insgesamt jetzt 5-mal. Ach so, jetzt verstehe ich. Also ich dachte, das wäre nur so ihr Wunsch gewesen und du hast da überhaupt keinen Bock drauf. Also ihr wart 5-mal da. Erzähl mal, wie du es erlebt hast und was da passiert ist. Das ist der Horror. Die ganzen Männer galten nur noch sich an deine Freundin auf und... An deine Freundin? Du hast von deiner Freundin nichts mehr. Mhm. Du fühlst dich dann so wie ein sechstes Rad an deinem Wagen. Ja. Was ist denn konkret passiert? Gab es auch Gruppensexgeschichten? Ja, meine Freundin steht eben da drauf, mit mehreren Männern Sex zu machen. Mit mehreren Männern? Ja, mit mehreren. Ja. Darfst du dann Teil dieser Männergruppe sein oder musst du daneben stehen? Nein, ich darf ruhig Teil da haben, aber ich möchte es einfach nicht. Ja, wie vielen Männern mag sie es am liebsten? So viel, wie es geht. Ehrlich? So viel, wie es geht? Sie kann gar nicht genug kriegen. Ah. Sie möchte es einfach überall. Also sie möchte da liegen, in dem Singer-Club, ausgebreitet und sich verwöhnen lassen von möglichst vielen männlichen männlichen Menschen. Genau. Ja. Und ich möchte es einfach nicht mehr. Und sie sagt, wenn ich nicht mitkomme, dann wird sie mich verlassen und das Kind nimmt sie mit. Und dann habe ich einfach gar nichts mehr. Dann habe ich die Lütsche nicht mehr, dann habe ich sie nicht mehr. Und Das, was bisher passiert ist, das waren dann auch solche Orgien, dass mehrere Männer deine Freundin verwöhnt, deine Frau verwöhnt haben, Freundin verwöhnt haben. Genau. Wie viel waren es in der Höchstzahl bisher? Also ich weiß nicht, so 5, 6 Leute, also Männer. Mhm. Du warst dabei, warst mittendrin und hast dich, beschreib das mal noch genauer, wie du dich gefühlt hast währenddessen. Man fühlt sich einfach nur noch, weiß ich nicht, so abweisend, so ob sie nicht mehr dich haben möchte, sondern einfach nur andere Männer. Hat es dich auch angeekelt, ein bisschen? Das
das ekelt mich total an. Ich gehe auch nur noch jetzt mit und sitze nur noch an der Bar. Und warst du denn überhaupt fähig, als du da mitgemacht hast? Hat dich das erregt? Ging das? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also konntest du gar nicht so ganz richtig mitmachen, also mit allem drum und dran? Nee. Mhm. Das heißt, du sitzt jetzt, bei den letzten Malen sitzt du nur an der Bar und lässt deine Freundin dann machen da. Genau. Und es fing eigentlich damals an mit meinem besten Freund. Mhm. Und ja, und da wollte sie einfach, dann haben wir was zu dritt gemacht, wollten was mal ausprobieren und ja, und Das war vor der Single-Club-Geschichte. Ja, das war noch davor. Mhm. Mhm. Und mit dem besten Freund habe ich heute, das war damals mein Busenkumpel, den kenne ich aus der dritten, vierten Klasse. Und mit dem bin ich aufgestiegen in die Schule. Ja. Und ja, und es war dann auf einmal, mit dem verstehe ich mich heute gar nicht mehr. Wenn ich den, ich glaube, wenn ich den heute noch sehen würde, weiß ich nicht. Mhm. Das ist einfach so aggressiv. Wann wart ihr das letzte Mal im Single-Club? Wo ich mit war. Wie, geht sie auch alleine dahin? Ja, mittlerweile geht sie auch alleine dahin, weil ich kann es einfach nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ach so, sie geht auch alleine. Ja, wie zum Beispiel heute ist sie auch wieder da. Ich bin nur da für die Lütsche. Ich bin eigentlich nur noch ist jetzt in dem Moment, wo wir beide uns unterhalten, ist sie unterwegs? Genau, ich bin nur noch da für die Lütsche. Ich bin eigentlich nur noch das Hausmädchen für sie. Mhm. Schlaft ihr denn zu Hause alleine noch miteinander? Selten. Mhm. Aber da ist aber nur einiges im Argen, Fabian. Einiges im Argen. Nur, ich möchte einfach nur meine Tochter nicht verlieren. Das ist das Einzige. Sonst würde ich sie, glaube ich, schon längst verlassen haben. Na gut, aber da gibt es ja nur auch Mittel und Wege, das zu regeln, dass du sie nicht verlierst. Aber wenn deine Freundin so gegen deine Gefühle handelt, und der scheint das ja völlig drissegal zu sein, was du empfindest, dann spricht das ja Bände. Und eigentlich müsste man daraus die Konsequenz ziehen. Ja, aber ich weiß nicht, sie droht mir jedes Mal damit, sie würde mich dann verlassen und die Tochter alles mitnehmen. Mhm. Und ich hätte dann gar nichts mehr. Ich hätte sie nicht mehr, ich hätte meine Tochter nicht mehr, ich hätte nichts mehr. Ja, ich hätte nur noch einen Haufen Elend. Ja, aber wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, da gibt es ja nun genügend Möglichkeiten, das zu regeln, dass du regelmäßig deine Tochter siehst und dass da ein Kontakt besteht. Ja, das will sie einfach nicht. Ja, aber du kannst ja nicht jetzt nur aufgrund dieser Angst dich in einen solchen Käfig da sperren zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass die ganze Beziehung doch ziemlich kaputt auch ist bei euch, oder? Die ist total kaputt. Ja. Das ist nur noch ein Bruchzaun, das ist gar nichts mehr. Würdest du sagen, dass diese extreme sexuelle Neigung, die deine Freundin hat, dazu geführt hat, dass die Beziehung kaputt gegangen ist? Ja, das ist der Hauptgrund. Ja, das ist der Hauptgrund. Das ist schon traurig. Das ist schon schlimm. Und das war der große Teil, warum es eigentlich kaputt gegangen ist. Mhm. So, ich bin der Auffassung, Fabian, dass du dich von dieser Frau trennen solltest, so schnell wie möglich. Du solltest aber auch dich genau erkundigen, welche Rechte du hast, welche Möglichkeiten es gibt, dass sie dir das Kind nicht völlig entziehen kann. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Heide, redest, dass sie dir da noch ein paar genaue Ratschläge gibt, wie du das machst und welche Rechte du da hast. Ja, sollen wir es mal so machen. Weil das ist ja kein Zustand, so geht das ja nicht weiter, finde ich. Alles klar. Ja? Du legst auf und die Heide ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Thomas. Thomas ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Thomas. Ja, mein sexueller Albtraum ist, dass ich eine pädophile Neigung habe, die sich mittlerweile immer mehr ausweitet. Mhm. Und also wir erklären es mal eben, pädophile Neigung heißt? Pädophile Neigung ist, heißt, dass ich mich zu Kindern hingezogen fühle. Mhm. Und beiderlei Geschlechts? Beiderlei Geschlechts, ja, aber überwiegend Jungs. Ja. Und ich habe schon mal mit einem Therapeuten darüber gesprochen, der das aber irgendwo abgeschwächt hat und hat mir ganz klar gesagt, ja, das ist normal, dass Kinder einen erregen können und so. Und das hat mich irgendwo... Das hat der gesagt, das ist normal? Ja, das kann unter Umständen normal sein. Ja, das hat also, verstehe ich nicht. Er hat mich nicht ernst genommen mit meinem Anliegen. Ja. Du bist 46 Jahre alt. Ich bin 46 Jahre alt. Ich sage jetzt mal, ich meine das nicht böse, schon 46. Ich meine schon deshalb, bezogen jetzt auch auf diese Thematik. Wie lange bemerkst du das denn schon, dass du auf Kinder stehst? Also rückblickend muss ich sagen, ist es an sich schon angefangen, so mit 18. Ja.
Ja, das habe ich aber damals alles gar nicht so so wahrgenommen. Ja. Ja. Das heißt, du hast es verdrängt. Ich habe es verdrängt. Mhm. Hatte auch dementsprechend gute Möglichkeiten dazu, eben halt, weil ich gut im Arbeitsleben stand und so weiter. Hast du in dieser Zeit in eine ich sage mal normale Sexualität gelebt mit Frauen? Eine normale Sexualität habe ich mal aufgebaut mit meiner Frau, mit der war ich 14 Jahre zusammen, haben zwei Kinder. Und das Problem war nur, dass meine Frau vorbelastet ist, das heißt, sie ist als Kind auch sexuell missbraucht worden. Und den Ekel, den sie vor Sexualität hat, der hat sie dann anschließend auf mich wieder voll übertragen. Das bedeutet? Das bedeutet, dass ich sexuellen Kontakt mit Erwachsenen überhaupt nicht mehr. Also das bedeutet, dass du mit deiner Frau keinen sexuellen Kontakt mehr hattest. So gut wie gar nicht. Aber immerhin sind die beiden Kinder entstanden. Die beiden Kinder sind entstanden. Hast du, wie alt sind die Kinder jetzt? Der Sohn, der ist 15 und die Tochter, die wird jetzt dieses Jahr 17. Hast du bei deinen eigenen Kindern, als sie kleiner waren, auch diese Gefühle und diese Neigungen verspürt? Bei meinem Sohn war es mal gewesen. Hast du aber da ist kein Übergriff gewesen, nichts. Hast du je in deinem Leben irgendetwas mal mit einem Kind gemacht? Nein. Nichts. Nein, weil mir schon bewusst ist, dass ich damit eine Menschenseele absolut zerstören kann. Mhm. Bringst du dich in wenn dich das erregt, wie bringst du dich in Erregung? Hast du entsprechende Vorlagen? Hast du Bilder? Nein. Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Ich wollte darauf hinaus, ob du Kinderpornografie konsumierst. Also wenn ich da dran kommen würde, ja. Aber du hast es bisher noch nicht... Aber den Schritt habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wehre mich dagegen, diesen Schritt überhaupt zu machen. Ja, du hast den Eindruck bei dir, dass du in der letzten Zeit, jetzt je älter du wirst, desto stärker wird auch dieser Drang. Ja, das ist... Wie bemerkst du den Drang? So auf der Straße, dass du Kindern nachguckst? Oder richtig, genau. Ich fange an zu spannen. Wie lange liegt es zurück, dass du bei diesem Therapeuten, der diese ominösen Sätze gesagt hat, warst? Das war letztes Jahr gewesen, da war ich sogar, habe ich einen stationären Aufenthalt gehabt in der Psychiatrie. Also ich bin mittlerweile ziemlich gut Psychiatrie erfahren auch. Ja. Und da bin ich reingekommen wegen auch wegen einer Persönlichkeitsstörung. Und da habe ich das dann mal auch erwähnt gehabt. Und das hat mich da irgendwo, ja gut, es hat mich erstmal irgendwo schon ein bisschen besänftigt. Insofern gesehen, gut, das ist ja nicht alles halb so schlimm, ne? Ja. Ist alles eben halb so schlimm. Aber ich spüre ja selber mittlerweile, was mit mir los ist. Ja. Und ich finde es letztendlich absolut verantwortungslos von diesem Arzt, dass er das so wegwischt. Vor allen Dingen, wenn ein Patient von sich aus das schon, das ist ja nun auch schon mal viel wert, dass jemand von sich aus sagt, hier Leute, ich habe da ein Problem mit. Was soll ich tun? Ich möchte noch mal festhalten bei dir. Du sagst, dass du diese Neigung hast. Du sagst, dass du noch nie im Leben ein Kind angefasst hast. Ja. Dass du keine Kinderpornografie konsumierst. Ja. Und dass du für dich das problematisierst. Und du sagst, ich leide darunter, dass ich diese Gefühle habe. Eigentlich möchte ich sie nicht haben. Richtig. Weil ich ja weiß, ich habe ja genug mit Patientinnen erlebt, die sexuell missbraucht worden sind. Und das ist, vor allem, es trägt sich ja weiter fort. Es trägt sich ja genauso gut auch weiter fort, wenn ich jetzt an meiner Beziehung denke mit meiner Frau, weil darüber hinaus ist es ja auch wieder entstanden. Ist es ja auch aufgebrochen, beziehungsweise dann weitergelaufen. Wie lange bist du jetzt von deiner Frau getrennt? Ich bin jetzt getrennt seit 2000. Seit 2000. Und ist es lange Zeit vorher sexuell nichts passiert zwischen dir und deiner Frau? Da ist so gut wie gar nichts. Gab es denn sonst irgendwelche anderen sexuellen Kontakte? Lebst du völlig abstinent? Ich habe es mal mit Männern versucht, aber da ist auch nichts gewesen. Und somit steigert sich das immer größer in dir auf, die Geschichte mit den Kindern. Ja. Also ich muss erstmal sagen, dass ich das sehr, sehr lobenswert finde, dass du das für dich so problematisierst und dass du von dir aus Eigeninitiativ auch schon Hilfe gesucht hast, wenngleich du auch an eine falsche Adresse geraten bist. Wir würden dir sehr gerne behilflich sein, eine richtige Adresse zu finden. Und ich finde auch, du hast alle Warnsignale in dir wahrgenommen, dass man dir helfen sollte und dass man dir auch helfen kann. Ich bin davon überzeugt, dass man dir helfen kann. Nein, da bin ich ja auch von überzeugt. Es ist unheimlich schwierig. Was mir auffällt hier in Deutschland gerade, dass gerade in vorbeugenden Maßnahmen es sich nichts tut. Denn diese Abwertung meiner eigenen Einstellung eben halt zu Kindern habe ich vor über 20 Jahren schon erlebt, wo ich diese Problematik für mich schon erkannt habe. Ja. Da bin ich auch zu einem Psychologen gerade deshalb hingegangen,
und der hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Und es stellt sich jetzt auch für mich die Frage, insofern gesehen, inwieweit sind diese Leute ausgebildet? Ja, es sind natürlich nicht alle richtig ausgebildet. Und vor 20 Jahren war das wahrscheinlich ja, noch... Aber dass dieser eine Psychiater, die das vor kurzem noch gesagt hat, das finde ich wirklich unglaublich. Die sind auch überlastet damit zum Teil. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen... Keine Entschuldigung. Nein. Also das würde ich als Laie, jeder von uns als Laie würde das ja schon ernst nehmen, wenn ein Mann einem das sagt, hier, ich habe da ein Problem mit. Da sage ich doch nicht, naja, komm, kann ja schon mal passieren, halt jeder hat das mal so ein bisschen und so. Nein. Wie ist denn heute dein Verhältnis eigentlich zu deinen jetzt schon fast bald erwachsenen Kindern? Ja, das ist so eine Problematik für sich, weil meine Tochter, die hat autistische Züge, falls das geläufig ist. Ja, ich denke schon. Ja, Autismus, das sind Kinder, das sind Menschen, die sehr... Die ganz in sich gekehrt sind, ja. Mhm. Und keinen Bezug richtig zur Außenwelt kriegen. Mhm. Dadurch bedingt ist natürlich, weil ich etwa ähnlich gelagert bin von meiner Gefühlswelt her, war da auch schon mal kein Kontakt. Ja. Ja, was dann auch dementsprechend alles wesentlich schwerer macht. Und mit dem Sohn? Mit dem Sohn habe ich an sich ein relativ gutes, was heißt gutes. Also sehen tun wir uns nicht mehr, ja, weil meine Frau hat eine neue Partnerschaft und ich weiß nur, dass es denen eben halt gut geht. Also weiß deine Frau eigentlich von deinen Gefühlen? Hast du ihr das mal erzählt? Nein. Sie würde mich auch damit nicht ernst nehmen. Sie würde dich nicht ernst nehmen damit? Nein, sie hat mich ja früher in meiner Ehe, während unserer Ehezeit auch schon nicht ernst genommen, dass ich da eben auch als Mann eine sexuelle Gefühle habe und da von ihr auch irgendwas erwarte. Ne? Bedauerst du es eigentlich, dass du keinen Kontakt zu deinen Kindern hast, jetzt als Vater, nur als Vater gefragt? Bedauern auf jeden Fall schon. Mhm. Aber das primäre Problem ist jetzt für dich, dass du diese Sexualität, diese Regungen, die du da in dir verspürst, die wirklich zum Albtraum werden könnten, ja, dass du die in irgendeiner Weise in den Griff bekommst. Die möchte ich auf jeden Fall. Ich habe nämlich schon, ich war jetzt beim letzten Arzt, habe ich extra noch gesagt, ich möchte einen Überweisung zum Urologen haben, zwecks Kastration. So weit gehst du? So weit würde ich für mich auf jeden Fall. So weit Fall gehst du, dass du sagst hier, ich lasse mich freiwillig kastrieren, weil Angst habe, ich könnte irgendetwas anstellen. Mhm, richtig. Und daraufhin sagte mir der Arzt, dass es damit mal vielleicht nicht getan sein könnte, weil das erstmal psychologisch untersucht werden müsste. Ja. Ja, und da gibt es natürlich jetzt bei uns hier im Bereich Paderborn gibt's keine Sexualtherapie, was ich so rausgefunden habe. Aber du hast die Möglichkeit auch ein bisschen weiter zu fahren in eine größere Stadt. Ja, das ist auch so eine Schwierigkeit, weil ich krank bin. Ich bin also, ich habe nur noch ein Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Ach so. Und viel Geld habe ich auch nicht. Ja. Na gut, aber da muss es ja nur wirklich in dem Fall einen Weg geben und der Weg wird sich finden. Wir machen es so. Ja. Du legst auf, meine Psychologin, die Heide, wird sich jetzt mit dir eingehend unterhalten. Also ich lege auf. Du legst auf und wir rufen dich zurück. Alles klar. Und ich hoffe, dass wir dir ein bisschen behilflich sein können. Ich sage nochmal, dass ich es sehr gut finde und auch Respekt davor habe, vor deiner Haltung. Wenn jemand so weit geht und sagt, ja, ich würde mich sogar freiwillig kastrieren lassen, um keinen Schaden Menschen zuzufügen, finde ich das sehr erstaunlich. Ausgesprochen erstaunlich. Mhm, danke. Du legst auf, wir rufen dich an, Thomas. Okay. Alles danke, Gute. Herr. Jo, danke. Auf Wiederhören. Ihr Lieben, unser Thema heißt Albtraumsex. Ich möchte gerne mit euch reden über Sexualität, sexuelle Praktiken, Erotik, die für euch zum Albtraum geworden ist. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Sexsucht sein, das kann ein Unfall beim Sex sein oder beim Onanieren. Das kann vielleicht eine schlimme Erfahrung aus einer Tätigkeit als Prostituierte sein. Es kann auch impotent sein. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man sagt, Mensch, jetzt ist eigentlich die Sexualität für mich zum Albtraum geworden. Oder man hat sich eine Infektion zugezogen, eine schlimme Infektion oder vielleicht auch eine weniger schlimme. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr mailt uns unter 1live.domian@wdr.de. 1live.domian@wdr.de. Jetzt habe ich hier die Daniela. Und Daniela ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Daniela. Warum bei dir Albtraumsex? Da gibt es eine Vorgeschichte. Ich unterbreche dich mal ganz kurz, Daniela. Falls die Zuhörer und Zuschauer sich wundern, warum alles hier so knistert. Ich habe mich gerade auch schon gewundert. Ich bekomme gerade den Hinweis, es liegt an unserer Telefonanlage. Es liegt nicht irgendwie an euren Geräten oder auch nicht an deinem Telefon. Also wir sind schuld. Also ich bitte euch, das hinzunehmen. Daniela, jetzt aber zu dir.
Ja, und zwar gibt es da eine Vorgeschichte. Ich war damals so zwischen 3 und 5 Jahre alt, ja, als ich missbraucht wurde, ja, von meinem Vater. Und ja, jetzt habe ich zurzeit also Probleme, mit meinem Freund auch darüber zu sprechen. Mhm. Auch weil ich halt Angst habe, ihn dadurch zu verlieren. Ja, hast du überhaupt schon mit jemandem eingehend darüber gesprochen? Also ich habe einige Vertrauenspersonen. Ich habe halt auch erstmal mit meiner Mutter drüber gesprochen. Wie lange? Wie alt warst du da, als du mit deiner Mutter drüber gesprochen hast? Da war ich 10. Mhm. Wie hat deine Mutter reagiert, als du das gesagt hast? Ja, also anfangs wollte sie das halt nicht wahrhaben, mhm, weil sie auch halt unter Druck gesetzt wurde von meinem Vater, mhm, aber auch wir Kinder, also meine Geschwister. Wie viele Geschwister gibt es noch? Noch 3. 3. Hat er das mit den Geschwistern auch gemacht? Mit meiner Schwester. Ist die älter als du? Nein, sie ist jünger. Ist jünger. Mhm. Hat die Mutter es denn, auch wenn sie anfänglich irritiert war oder es nicht glauben wollte, hat sie es denn dann geglaubt? Ja, also im September letzten Jahres hatte sie sich ja von meinem Vater getrennt und da hatte sie auch schon so ein komisches Gefühl gehabt irgendwie. Naja, September letzten Jahres ist ja nun, da ist ja nun sehr viel Zeit vergangen. Wie war das denn damals, als du als 10-jähriges Mädchen das deiner Mama erzählt hast? Das bedeutet ja auch eine große Überwindung, glaube ich, das dann zu sagen. Hat sie das also einfach so weggewischt? Nein, also ich hatte dann hinterher so komische Albträume, ziemlich schlimme komische Albträume, mhm, auch was mein Vater halt mit mir gemacht hatte. Mhm. Und ja, dann irgendwann habe ich so eine Angst bekommen, mhm, da habe ich gedacht, komm, jetzt musst du das der Mama sagen, ja, sonst werde ich die Albträume nie mehr los. Und dann habe ich ihr das gesagt, habe mit ihr halt darüber gesprochen. Ja. Und anfangs wollte sie mir das halt auch nicht glauben, weil sie ja auch irgendwie, mhm, von meinem Vater vorher schon so beeinflusst wurde. Ja, ja, das hast du gerade gesagt. Wie alt warst du, als sie es dir dann endlich geglaubt hat? Da war ich schon 22. Das also doch. Also doch, also ja, doch. Ne? Also ja, da, sie hat es dir damals eben nicht geglaubt als Kind, was ja sehr schlimm ist, finde ich. Ja. Sehr schlimm. Du sagst, dein Vater hat dich sexuell missbraucht, da warst du zwischen 3 und 5. Ja. Kannst du dich da, das ist ja sehr früh, kannst du dich da überhaupt richtig dran erinnern? Ja, also woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass mein Vater mich damals auf die Couch geholt hatte. Mhm. Und er wollte mich dann eincremen, weil ich wund war zwischen den Beinen. Mhm. Und ja, dann hatte er erst seinen Finger gehabt, also den Zeigefinger hat er dann erstmal unten, mhm, in meinen Unterleib reingeschoben. Mhm. Ja. Und dann hinterher sein Glied. Daran erinnerst du dich? Ja, ja, also das ist eigentlich noch das Einzige, woran ich mich erinnere. Nur ein kleines Mädchen, zwischen das 3 Jahre, 4 Jahre oder 5 Jahre alt ist, und ein erwachsener Mann führt sein Glied in dieses kleine Mädel rein. Ja. Erinnerst du dich auch an sehr schwere Schmerzen? Ja, also sehr vage. Mhm. Aber doch, also Schmerzen habe ich gehabt, ja. Ist das, soweit du dich erinnern kannst, ist das oft vorgekommen? Nein, also nur einmal. Ach, nur einmal? Mhm. Ja. Mhm. Bei meiner Schwester, da weiß ich auch, dass das nur einmal war. Mhm. Aber sie konnte direkt von Anfang an darüber reden. Ja, wie erklärst du dir, dass er dich in Ruhe gelassen hat danach? Oh, das ist sehr, sehr schwer. Das weißt du nicht, aber er hat auch nie wieder irgendeinen Versuch unternommen, an dich heranzukommen, als du 6 warst, 7, 8, 9, 10 oder so. Nein, also da dann gar nicht mehr. Also, mhm, ich kam damals, mein Vater war dann damals, ich war 9, mein Vater war damals auf der Arbeit und ich saß dann mit meinem Bruder, mhm, und meiner jüngeren Schwester zu Hause. Mhm. Und wir haben dann mit meiner Mutter zusammen zum Mittag gegessen, mhm, und irgendwann hat es an der Türe geklingelt. Ja. Ich bin dann zur Tür gerannt. Ich war neugierig, wer gekommen ist. Mhm. Und hab dann die 2 Herren reingelassen, die vor der Tür standen. Und die sagten dann auch damals, sie wären vom Gesundheitsamt und vom Jugendamt.
Und da hatten die uns nur gesagt gehabt, dass sie von irgendwelchen Leuten gehört hätten, dass meine Eltern uns angeblich verwahrlosen lassen würden und uns halt nicht richtig ernähren würden. Da warst du 9 ungefähr, ne? Ja. Aber aus dieser Sache ist dann nichts Großartiges weiter geworden? Anfangs nicht, nein. Also wir sind dann damals, 2 Tage später, wo die Herren dann wieder bei uns vor der Tür gestanden haben, da haben die uns das Gleiche nochmal gesagt. Ja. Und haben uns dann direkt mitgenommen. Ins Heim. Ins Heim. Achso. Du bist dann die restliche Zeit deiner Kindheit und Jugend warst du im Heim. Ja. Ah ja, gar nicht mehr zurückgekommen nach Hause. Nein, also ich war bis zum 18. Lebensjahr im Heim. Verstehe. Und es gab dann auch keinen großartigen Kontakt zu den Eltern während dieser Zeit? Die ersten 2 Jahre nicht. Und danach wurde halt darüber gesprochen, wie das mit dem Besuchsrecht ist. Ja. Und da wurde dann nur meiner Mutter erstmal erlaubt, dass sie zu uns kommen darf. Daniela. Ja? Dann irgendwann haben die mich dann mal gefragt, ob ich meinen Vater nicht auch mal wiedersehen möchte. Und da habe ich halt nur zögerlich gesagt so, ja gut, okay, ich kann es halt nochmal versuchen, nochmal irgendwie Kontakt mit ihm zu halten. Gab es dann einen Kontakt? Ja, er durfte uns dann 2 Monate später auch das allererste Mal besuchen kommen. Ja. Daniela, ich mach jetzt mal einen Schnitt, weil und komm auf das zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, das und das ist mit mir passiert, als ich ein kleines Kind war. Ja. Jetzt habe ich Probleme mit meinem Freund und darum rufe ich auch zur Sendung Albtraum Sex an. Erzähl doch mal, welche Probleme du jetzt aktuell mit deinem Freund hast. Ja, und zwar als mein Freund erfahren hat, dass ich diese Anzeige gemacht habe gegen meinen Vater, da konnte ich ihm halt nicht den Grund nennen, warum ich meinen Vater angezeigt habe, weil ich da irgendwie Angst hatte, oder immer noch Angst habe, meinen Freund irgendwie dadurch zu verlieren, dass er mir da vielleicht nicht glaubt. Weiß er das denn heute inzwischen? Nein. Nein. Das bedeutet aber wahrscheinlich auch, dass du in Sachen Sexualität sehr verspannt bist und verkrampft bist. Ja. Und gar nicht so Lust hast, wie dein Freund das vielleicht gerne hätte. Ja, genau. Und dein Freund wahrscheinlich da steht und gar nicht weiß, was ist los, warum ist sie so? Liegt's an mir? Ne? Wird er sich vielleicht fragen? Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Jetzt knapp 2,5 Jahre. Schon so lange. Und hast du ihn sehr gerne? Ja. Sehr. Und hast du den Eindruck, dass er dich eigentlich auch sehr gerne hat? Ja. Ja. Weißt du, Daniela, ich finde ja, dass zu einer guten Partnerschaft, zu einer guten Beziehung, auch zu einer schönen Liebe, zu einer richtigen Liebesbeziehung gehört ganz große Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich finde, dass du deinem Freund das sagen solltest. Und ich bin fast 100% sicher, wenn er dich wirklich liebt und lieb hat, dass er großes Verständnis wird für dich haben. Und dass ihm dann auch einiges klar wird, warum du vielleicht oftmals keine Lust auf Sex hast oder dich nicht so verhältst, wie er sich das vorstellt. Ich finde, dass man so viel Vertrauen auch zu dem Partner haben sollte, denn es ist ja ein Verbrechen, es ist ja ein etwas sehr Schlimmes geschehen mit dir. Du trägst ja überhaupt gar keine Schuld. Dein Vater hat etwas sehr Schlimmes mit dir als Kind gemacht und daran hast du jetzt noch als junge Frau zu leiden. Ja. Also ich finde, du solltest ihm das sagen. Darüber hinaus finde ich aber auch noch, dass du dringend zu einem Psychologen gehen solltest. Finde ich. Ja, also ich habe ja vor kurzem, beziehungsweise im letzten Jahr, schon eine Therapie angefangen. Ja. Die ja jetzt auch sehr gut läuft. Ach, dann ist ja gut, dann bist du ja schon mal in guten Händen. Ja, ja, nur da habe ich halt auch das Problem, mich da richtig zu öffnen. Ich habe zwar schon über das Problem gesprochen von mir. Ja. Nur ich habe da trotzdem irgendwie noch Probleme, so über meinen Vater zu sprechen, so über die guten Zeiten. So. Ja. Ob ich da noch Erinnerungen habe an die guten Zeiten. Aber in der Therapie wurde von dem sexuellen Missbrauch schon gesprochen. Ja. Ja. Dann kann ich dich eigentlich nur noch mal animieren und dir zureden,
dass du dich da noch weiter öffnen solltest in der Therapie. Denn das ist der einzige Weg, glaube ich, dass dir auch wirklich geholfen wird. Hast du denn eigentlich ein gutes Gefühl zu dem Therapeuten, bei dem du da bist? Ja, doch. Gut, das ist schon mal die beste Voraussetzung. Und dann, guck mal, das ist ja dessen Job, damit umzugehen und den Leuten auch zu helfen. Dann auch raus damit. Leg alle Karten auf den Tisch. Letztendlich kannst du nur gewinnen davon und profitieren. Mhm. Also da würde ich dir gerne noch mal ein bisschen Mut machen und dir sagen, tu es. Sag ihm alles. Und vor allen Dingen erzähl deinem Freund auch von dem, was passiert ist. Wahrscheinlich wird er noch mehr Verständnis für dich haben und das tut eure Beziehung gut. Ja. Okay? Ja. Daniela, wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und Gute. Danke. Und sag Tschüss und auf Wiederhören. Ach, da habe ich aber noch eine kleine Frage. Bitte. Ob ich vielleicht ein Autogramm von dir bekommen könnte. Dann habe ich eine Bitte, weil die Kollegen im Moment sehr überlastet sind im Hintergrund. Ruf doch bitte am Tage hier unsere Nummer an. Morgen während des Tages, die 0800 5678 111. Und da sitzen nette Kollegen und die arrangieren das, dass du ein Autogramm bekommst. Okay? Gut. Alles danke. Gute. Tschüss. Tschüss. Albtraumsex heißt unsere Sendung heute Nacht und ich hoffe, dass jetzt unsere Telefonleitung besser ist. Bei Ela. Nee, sie knistert immer noch die Leitung. Ja. Müssen wir heute mit leben. Ela, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, aber jetzt momentan geht es sogar besser. Als ein bisschen besser, aber. Ja, auf jeden Fall. Der Wurm ist bei uns hier drin. Ela. Ja. Warum Albtraumsex? Warum hast du dazu angerufen? Ja, also weil im Grunde ganz aktuell, also ich hatte irgendwie erzählt, also ich studiere normalerweise. Mhm. Normalerweise, ich studiere auf jeden Fall. Und was studierst du? Ich studiere Germanistik, Anglistik und Komparatistik. Und was? Komparatistik. Komparatistik? Komparatistik, das ist allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Habe ich nie gehört. Komparatistik. Nein, Komparatistik habe ich nie gehört. Nee. Komparare von Komparare. Nee, also dass das als Studienfach angeboten wird, habe ich noch nicht gehört. Bei Germanistik, ja, es ist ein Unterfach. Also Germanistik muss man ja sowieso mal mit zwei Nebenfächern belegen. Gut, dann sind wir jetzt auch da ein bisschen schlauer. Ein bisschen schlauer, ja. Und ja, also es ist halt sehr aktuell, weil im Grunde gestern, also ich habe irgendwie November 2000 habe ich irgendwie angefangen. Ich habe vorher mal ganz normal gearbeitet und dann irgendwie angefangen durch eine Kommilitonin mit Table Dance. Mhm. So, bin dann irgendwie Februar 2001 in den, weil das nicht mehr so gut lief und ich dann halt auch da keine Lust drauf mehr hatte, in den Edel-Escort gerutscht. Edel-Escort? Ja. Das heißt, das ist eine Edelhure. Edelprostitution. Ja. Mhm. Ich finde, also Hure, Note, finde ich mal so ein fürchterliches Wort. Also das zeigt im Grunde schon diese Zersplitterung. Ja, ich habe oft mit Prostituierten schon gesprochen, die haben immer zu mir gesagt, du kannst uns Hure nennen, Hure ist okay, mögen wir. Ah, du magst es nicht? Nicht, okay. Gar nicht. Mhm. Nutte und Hure, das mag ich nicht. Also okay. Mhm. Und ja, und das ist halt irgendwie sowas, irgendwie was im Grunde nicht, also ich hab's. Das heißt, das machst du bis heute? Das habe ich also das Ganze halt so ja sehr, sehr regelmäßig eigentlich im Grunde. Bis heute. Gut auch verdient. Jetzt also momentan läuft es wohl auch nicht so gut und aber gestern wäre ein Termin gewesen. Ja. Und der ist aber dann halt geplatzt. Ja, also wie oft ist es denn so in den letzten Monaten passiert? Wie oft hast du das getan? Also in diesem Jahr noch nicht. Mhm. Und in dem letzten Jahr, ja, schon ein paar Mal. Was heißt ein paar Mal? Fünfmal? Zwanzigmal? Also 20-mal nicht, weil es ist ja auch so, das ist ja nicht irgendwie, es sind die Preise sind ja nicht wie jetzt irgendwie, dass man in einen Club rennt oder so und dann dafür 100 Euro oder so. Man zahlt halt schon irgendwie, weiß ich nicht, für... Ja, wie hoch ist der Preis? Gut, für 20 Minuten 300 Euro. So, für 20 Minuten? Und halt 300 Euro. Warum ist das so teuer? Warum? Mhm. Ja, weil das halt schon irgendwie sehr betuchte Leute sind. Und man fährt halt dann... Ja gut, aber man muss denen ja entsprechend auch etwas bieten. Was Besonderes wird geboten, dass man so viel Geld nehmen kann? Es werden Fantasien geboten. Also es werden rein Fantasien geboten. Man braucht teilweise, manchmal braucht man gar nicht mit den Typen irgendwie Geschlechtsverkehr zu haben, weil
Aber wenn du sagst Edelprostitution, stelle ich mir das so vor, dass es auch wirklich in sehr edlen Ambiente stattfindet, vielleicht ja. im Luxushotel. Ja, ja, oder, natürlich. Dass du dich auch sehr, sehr... So Hotels wie Kempinski. Ja, ja. Ja. Und du, du entsprechend auch... mal locker 2000 Euro über den Tisch. Ja, und du entsprechend auch aufgebrezelt bist und sehr teuer gekleidet. Und ja, natürlich. Und so, dementsprechend, jetzt, also es ist halt jetzt nicht irgendwie so, dass du irgendwie dann so wie man das jetzt irgendwie aus Reportagen oder sonst irgendwie sieht, oder in den normalen Clubs irgendwie, dass die Leute halt, das die Mädels halt auch nicht mal irgendwie die deutsche Sprache oder so beherrschen. So, das ist jetzt, ich sage jetzt mal grob, vielleicht 10 Mal passiert im letzten Jahr. Ja. Ja, und jetzt rufst du aber zu diesem Thema Albtraumsex an. Ja. Daraus schließe ich, dass es für dich letztendlich sehr ambivalent ist, um nicht zu sagen sehr, 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 sehr unangenehm und sehr schlimm ist. Ja. Psychisch, seelisch. Definitiv. Warum Weil ist es so? Ich halt auch, also ich bin halt auch, ich habe Schizophrene als auch multiple Züge. Mhm. Und noch eine Essstörung, auch noch am Hals. Und, und warum empfindest du diesen Job als für dich so belastend? Weil ich, also es hat halt, seitdem ich halt das gemacht habe, oder mache und gemacht, also je öfter ich das gemacht habe, desto mehr sind halt auch diese schizophrenen Züge halt hervorgekommen. Mhm. Dass ich teilweise sogar, also ein Freund von mir, der weiß es auch. Ja. Und das ist halt so, dass er wirklich hat im Gespräch auch meinte, mit wem rede ich jetzt? Spreche ich jetzt mit der Ela oder spreche ich jetzt mit der Kurtisane? Das bedeutet, dass du... ganz abgedroschen, also wenn ich... Ja, das bedeutet, dass du seelisch dich einfach sehr unwohl fühlst und immer unwohler gefühlt hast, je öfter du gemacht hast. Warum? Und um damit zurechtzukommen, habe ich halt mein eigentliches Wesen, also mich selber im Grunde, die halt auch sehr sensibel und im Grunde damit irgendwie da nicht zurechtkommt, abgeschirmt und habe dann halt diese Abgedroschenheit, Kühle, Härte, das bin ich halt, das mache ich was soll's. Was war der Reiz für dich, das immer wieder zu machen? Das Geld? Ja, so fing es an, ja. Mhm. Du hast immerhin, wir haben jetzt schon bald Ende März, du hast immerhin in diesem Jahr es noch nicht getan. Nein. Aber die Gefahr... Aber das Schlimme ist, und das ist das auch, was halt auch bei gestern, was mich auch total wieder aus der Bahn geworfen hat, ist halt, dass auch gestern ein Termin gewesen wäre. Mhm. Ich bin aufgestanden, habe mich fertig gemacht und habe gewartet, dann ist der Termin geplatzt. Mhm. Dann aber der Termin war das ist halt geplatzt, Grunde, nicht du hast abgesagt, froh, ne? Ich war froh, weil ich wollte mich halt auch mal melden, habe das aber nicht gemacht dann halt auch. Aber Ela, da muss ich ja wirklich sagen, du bist eine intelligente junge Frau. Du studierst Germanistik und bist beschlagen und denkst über dich nach. Wieso, wenn du generell solche psychischen Probleme hast und auch das ins Pathologische hineingeht, wieso suchst du dir nicht Hilfe und gehst zu einem Arzt, zu einem Psychologen, zu einem Psychiater? Warum nicht? Deine Situation ist dir ja ganz völlig klar. Das wird dich ja wahrscheinlich ein bisschen schocken, so. Aber ich bin halt seit, also meine Essstörung, die fing halt von irgendwie im Februar, da war ich noch 13, im Juni wurde ich 14. Mhm. Und ich hatte am 8. Juni damals, 93, hatte ich meine erste Therapiesitzung. Mhm. Und ich war jetzt irgendwie... jetzt sogar noch im letzten Jahr ein stationärer und mittlerweile irgendwie die Therapeuten, die haben mich als nicht mehr therapierbar eingestuft. Also es ist halt nicht so, dass ich jetzt nicht gerne Hilfe gesucht habe oder so. Dann bin ich natürlich auch ratlos. Das ist eine hammerharte Sache. Dann bin ich ratlos, weil halt die halt meinten, ich wäre irgendwie überdurchschnittlich intelligent und wäre halt irgendwie, es wäre halt schon sogar so weit, dass halt ich weiß, was die wollen von mir. Mhm. Wenn die mir irgendeine Frage stellen, weiß ich, was die wollen von mir. Plus, das ist halt irgendwie jetzt... Ich verstehe, Ela. Wie soll es weitergehen? Ja, das ist halt das Problem. Das heißt, wenn die... Lass mich mal sagen. Wenn die Therapeuten zu dir sagen, du bist nicht therapierbar. Du bist wiederum eine sehr intelligente junge Frau. Das heißt, irgendwas musst du ja für dich selbst entscheiden. Und du musst es ja selbst in die Hand nehmen und in irgendeine Richtung... schieben. Entweder musst du es alleine schaffen, durch deine eigene Disziplin,
Oder du musst dennoch nochmal einen Anlauf machen bei einer, in einer Klinik, einem Psychiater, einer Psychiatrie oder einer psychosomatischen Klinik. Nur diese Möglichkeiten gibt es. Was sonst? Oder? Ich weiß es nicht. Also abgesehen von diesem Thema, ja? Habe ich mir gedacht halt, ich akzeptiere das so. Also ich akzeptiere mich vielleicht, dass es erstmal wäre irgendwie, dass ich mich akzeptiere, so wie ich bin. Mhm. Und das halt auch irgendwie jetzt, abgesehen von diesem Kapitel, dass auch eine Schizophrenie nicht unbedingt so negativ sein muss. Ja. Also es ist ja keine richtig ausgebildete. Jetzt werden wir halt, weil ich möchte nämlich jetzt hier kein Laiengespräch führen, weil ich da überhaupt nicht die Vorbildung für habe, um jetzt wirklich fundiert etwas zum Thema Schizophrenie zu sagen. Ich möchte das Gespräch jetzt hier auf dem Sender abbrechen, Ela, und möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin weiterredest. Bist du damit einverstanden? Ja. Okay. Ist das so schlimm? Nein, aber es besteht die Gefahr, dass ich jetzt auch zu laienhafte Äußerungen hier von mir gebe und dir etwas sage, was einfach nicht begründet ist. Ich möchte, dass ein Fachmensch, eine Fachfrau jetzt weiter sich mit dir unterhält. Ich glaube, das ist sinnvoller. Okay? Ja. Alles Gute. Du legst bitte auf und wir rufen gleich zurück. Ja, gut. Auf Wiederhören. Ich hoffe mal, dass ich dich jetzt irgendwie deine Nerven nicht zu sehr strapaziert. Nein, absolut nicht. Nein, absolut nicht. Ich habe ja, was ich aus meiner subjektiven Einstellung heraus dir sagen kann, habe ich ja gerade schon gesagt. Mhm. Insofern machen wir jetzt einen kleinen Strich drunter und du rufst, du legst auf und wir rufen dich gleich an. Okay. Alles Gute, tschüss. Ja, danke, ciao. Tina, 31 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Tina. Hallo, grüß dich. Ja. Albtraumsex. Also ja, mein Albtraum ist eigentlich vielleicht für andere kein Albtraum. Ich bin also, nachdem meine Tochter geboren ist vor 2 Jahren, ist es halt so, dass ich ununterbrochen am liebsten Sex hätte. Ach. Ja. Und das war vorher alles so im grünen Bereich, alles ganz normal? Ja, also eher stinklangweilig. Mhm. Also es war eigentlich so, dass wir höchstens einmal, sag ich mal, in der Woche, jetzt mal so grob geschätzt, Sex hatten. Mhm. Und ich kann mir das selber also auch nicht erklären. Und das hält jetzt wirklich penetrant an seit 2 Jahren. Ja, es ist furchtbar. Und ich habe also auch mit dem Frauenarzt darüber gesprochen, weil es fing also schon ziemlich früh nach der Geburt an. Mhm. Weil man sagt ja eigentlich, dass man halt nach einem Kind nicht unbedingt die Lust hat, der Stress. Mhm. Und mein Frauenarzt meinte dann halt, nun seien Sie doch froh und andere Frauen haben keine Lust. Und ja, dann habe ich ihm halt erklärt, dass es irgendwie immer mehr wird und dass ich ja auch nur einen Mann aus Fleisch und Blut habe. Ja. Und dann meinte er, wie oft ich das halt am Tag bräuchte. Und es war halt eben damals so dreimal am Tag. Aber mittlerweile ist es so, dass ich also schon 6-mal am Tag Sex habe und es mir immer noch nicht reicht. Du hast sogar 6-mal am Tag Sex. Ja, mindestens. Das heißt, dein Mann kriegt das auf die Reihe alles. Ja, bis jetzt ja. Nur jetzt ist er halt vor 2 Wochen ausgezogen. Ja, deshalb? Ja. Weil er keinen Bock mehr hat. Ja, weil ihn das sehr belastet. So, jetzt machen wir immer hier einen Strich. Ich will mir eben noch hören, was der Frauenarzt weiter gesagt hat. Also der Frauenarzt meinte halt, ich sollte mich halt an einen Psychologen wenden. Ja. Es wäre also nicht mehr normal. Ja. Und und bis jetzt habe ich halt noch nicht getan. Noch nicht getan. Gut, jetzt weiß ich, was der Frauenarzt gesagt hat. Jetzt aber zum anderen Punkt wieder zurück. Dein Mann ist ausgezogen, weil er von dir sexuell aufgefressen wird. Kann man so sagen, ne? Ja, so kann man es eigentlich sagen, das stimmt, ja. Bis zu 6-mal am Tag hättest du. Ja. Mhm. Ich versuche das auch zu unterdrücken. Mhm. Ich bin also eine Zeit lang hingegangen und habe mir dann, also mein Mann hat Wechselschicht, um das zu erklären. Ja. Und nehmen wir mal an, er würde jetzt abends wegfahren zur Nachtschicht. Mhm. Dann bin ich also hingegangen, wenn die Kleine abends um 7:30 im Bett war. Ja. Und habe dann mir extra Alkohol getrunken, damit ich schlafen konnte, damit mein Mann nicht, damit er nicht ran musste. Hast du denn zwischendurch auch noch, oder um es ein bisschen von deinem Mann fernzuhalten? Nein, ich habe also keinen Kontakt mit anderen Männern. Wollte ich gar nicht drauf hin. Ach so. Hast du onaniert, masturbiert? Das mache ich zusätzlich auch. Das machst du auch noch? Ja. Und dennoch ist der Trieb da und die Lust. Und hat denn dein Mann das überhaupt, hat er immer einen hochgekriegt, bei so oft und immer wieder? Da gehört natürlich dann auch eine Portion, man muss dann schon bei den letzten 2 Malen etwas länger warten, aber bis jetzt hat es geklappt halt. Ja, ja. Nur ich versetze mich natürlich jetzt in den letzten 14 Tagen, wo ich drüber nachdenke, auch natürlich versuche ich mich dahin hinein zu versetzen. Ich kann mich, aber ich bin ja kein Mann. Ja.
und versuche zu verstehen, wie ausgelutscht auf gut Deutsch er sich ja eigentlich vorkommen muss. Ja. Und das Gefühl ja auch eigentlich sehr schlimm sein muss für ihn, dass er mich nicht befriedigen kann. Nein, ja, das eine und das andere, das Gefühl stelle ich mir einfach auch sehr, sehr schlimm vor. Diesen Druck, unter dem er gestanden hat. Dass er gar nicht atmen kann, weil er denkt, sie will gleich wieder ran. Ja. Ne? Ja, ja. Also ich denke mal, er hat es nicht mehr als Sex empfunden, sondern als Leistungssport. Das hat er mir ja dann auch gesagt. Ja. Gab es dann, hat das dann so Auswirkungen auch auf die Ehe gehabt, dass ihr euch auch wegen anderer Dinge eher gestritten habt, weil er irgendwie so einen Zorn gegen dich hatte, eine Aggression? Nein. Das nicht? Nein. Aber er hat dann ganz klar gesagt, ich gehe jetzt, weil ich es nicht mehr aushalte. Nein, er war einfach nicht mehr da. Er war einfach nicht mehr da. Es lag halt nur ein Zettel da. Du weißt gar nicht, wo er ist im Moment. Doch, ich weiß, wo er ist. Er ist bei seiner Mutter. Ach so. Und ich habe auch da angerufen. Würde das bedeuten, wenn du das in den Griff kriegen könntest, dieses Problem, dass er zurückkommt? Ja. Ah ja. Also er ist einfach nur geflohen? Ja. Er ist einfach geflohen, weil ich nicht mehr kann? Ja. Das heißt, letztendlich die Liebe ist noch da? Doch, ja. Mhm. Aber Tina, das muss für dich aber jetzt wirklich ein absoluter Warnschuss sein, dass dein Mann weggegangen ist. Nachdem der Gynäkologe dir schon gesagt hat, gehen Sie zu einem Psychologen, dass du das machen musst. Ja, das werde ich wohl auch tun müssen. Also, wobei ich da nur auch überhaupt keine Ahnung habe, ob man das rein psychologisch löst, das Problem. Ob es nicht vielleicht doch eine hormonelle Frage ist, dass man das... Nein, meine Hormone sind es nicht. Also, es wurde auch getestet vom Frauenarzt. Ah ja. Ja, gut, dann will ich das mal auch so glauben. Wenn er sagt, dass es medizinisch alles in Ordnung ist. Das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Ja, dann musst du zum Psychologen gehen, aber ganz schnell. Oh, allein um deine Ehe zu retten. Ja, aber wie bescheuert, da bei so einem Psychologen zu sitzen und... Aber Tina, du hast es... Weißt du, jetzt am Telefon ist das vielleicht gar nicht so schlimm, ne? Klar. Jemanden zu erzählen. Und es ist auch bestimmt nicht schlimm, wenn man das dem Frauenarzt sagt, weil man den ja jahrelang schon kennt. Aber wenn ich jetzt da vor so einem wildfremden Arzt sitze... Aber Tina, was meinst du? Ich sage es immer wieder hier auch. Das ist der Job von denen. Ja. Das hören die hören die verrücktesten Sachen, die absolut verrücktesten Sachen jeden Tag. Also da muss man sich überhaupt nicht schämen. Damit müssen die einfach umgehen, das können die auch. Und es ist letztendlich genauso, als würdest du bei einem Arzt sitzen. Außerdem sind ja auch viele Psychologen Ärzte. Wenn du mehr Vertrauen auch noch in einen Arzt hast, dann such dir einen Psychologen, der halt auch Arzt ist. Ich finde ja auch schon mal, dass immer so ein erster Schritt ist, wenn man hier bei mir anruft. Das ist zwar am Telefon, aber es ist in einer großen Öffentlichkeit. Und da gehört ja auch viel Mut zu, das einfach zu tun. Und diesen Mut hast du bewiesen gerade. Du hast es ja ganz, ganz offen erzählt alles. Ich denke mal, das ist eher so ein Hilferuf. Ja, aber ein guter Hilferuf. Insofern, dass ich dir wirklich, wirklich vollen Gewissens sage, geh zu einem Psychologen, hol dir die Hilfe. Du hast auch dir sage ich, du hast überhaupt gar nichts zu verlieren. Doch du hast deinen Mann zu verlieren und deine Ehe zu verlieren, wenn du nichts tust. Ja, das ist richtig. Also ich kann dich wirklich nur ermutigen, das zu machen, wirklich, so schnell wie möglich. Ich liebe meinen Mann ja auch, ne? Ja. Und ich möchte schon, dass er wieder zurückkommt. Ja. Es ist halt nur, schon morgens, man muss sich das vorstellen, ich stehe morgens auf und schon dieser Gedanke klong, wie als wenn mir jemand auf meine Stirn tätowiert hätte, diese drei Buchstaben, das ist irre. Hat der Frauenarzt denn erzählt, dass es schon ab und zu mal vorkommt, sowas? Nein, also er hat es noch nie gehört. Er hat es noch nie gehört? Nein. Mhm. Also nicht das jetzt so übermäßig und das ist jetzt auch noch nach der Geburt. Mhm. Dann halt, ich sag mal, normalerweise warten die Frauen ja, sag ich mal, 6 Wochen ne, nach der Geburt. Ja. Also ich konnte es nach einer Woche nicht mehr aushalten. Mhm. Und ich kannte dieses Gefühl überhaupt gar nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, bei uns war es stinklangweilig vorher. Mhm. Sexuell gesehen? Ja. Ja, es war wirklich total stinklangweilig. Also... Ich will jetzt meinen Mann jetzt nicht hier niedermachen oder so, aber es kam ja von beiden Seiten. Ich meine, wenn es langweilig ist, liegt es nicht nur an einem. Ist es denn dadurch, jetzt durch deine Energie, ist es dadurch prickelnder geworden, die erste Zeit zumindest? Ja. Das schon, ne? Ja. Da hast du deinen Mann mitgerissen? Ja. Mhm. Ja. Ich meine, am Anfang hat es ihm auch tierisch gefallen, dass ich dann richtig Lust hatte und dass wir andere Sachen, verrückte Sachen ausprobiert haben. Ja. Nicht nur zu Hause im Bett, sondern auch mal draußen irgendwo und an öffentlichen Plätzen halt, ne? Aber dann so, wie es dann schon auf die 3-mal am Tag zuging, da wurde dann schon ein bisschen, ne, dann haben wir dann auch schon, hab ich mir selbst schon gedacht, mein Gott, 3-mal, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und dann ging es dann auf 4, 5 und wie gesagt, jetzt letztendlich halt auf 6-mal. Also, es gibt ja, ich kann es ja immer noch nicht glauben, dass das nicht vielleicht doch irgendwie was Romantisches auch ist.
Es gibt ja die Kombination manchmal, dass ein Psychotherapeut auch Gynäkologe ist. Ja. Ich fände, also sage ich jetzt so von meinem Gefühl her, ich glaube, das wäre für dich die allerbeste Kombination, dass du zu einem Psychotherapeuten gehen würdest, der auch als Gynäkologe arbeitet, der also beide Bereiche, sowohl das Psychologische, aber auch das Körperliche, nochmal wirklich fundiert weiß, kennt und damit umgehen kann. Ja, und diese Adresse kriege ich dann auch durch meinen Frauenarzt? Ja, also, ja. Also das denke ich schon, dass der in dem Bereich, in dem du wohnst, im Umfeld darüber Bescheid weiß, wer das ist. Also ich sage nochmal, geh bitte, und wenn das nicht klappt, diese Kombination, dann geh zu einem ganz normalen Psychotherapeuten. Ja. Also da geht man auch mit Sexproblemen hin. Geht man auch mit Sexproblemen hin. Und die gucken mich nicht dumm an. Die gucken dich nicht dumm an und lachen dich auch nicht aus. Ja. Ganz sicher nicht. Ja, gut. Ich wünsche gutes Gelingen. Ja, und viel Erfolg. Mich. Okay. Tschüss, Tina. Tschüss. Kai, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Kai. Hallo. Um was geht's bei dir zum Thema Albtraumsex? Um was geht's da? Ich habe vor etwas über 4 Wochen mit meiner Ex-Freundin geschlafen und da ist das Gummi geplatzt. Mhm. Und das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, ich bin HIV-positiv. Mhm. Mhm. Und da sind weißt du das? Ja, das weiß sie. Mhm. Also ich habe sie damals, wie ich meine, ich bin ins Krankenhaus gekommen vor 4,5 Jahren. Ja. Und habe dort meine Erstdiagnose gekriegt. Mhm. Und genau in dieser Zeit, damals als noch nicht positiver, also als negativer, habe ich sie dort auf Station kennengelernt. Ja. Ist dort eben auch Krankenschwester. Ach so. Wie hast du dich infiziert? Über Sexualkontakt. Ungeschützt. Mhm. Du weißt auch mit wem und das konntest du rekonstruieren? Nee, das kann ich nicht, nein. Mhm. Ist mir auch gar nicht mehr so wichtig. Ja. Ich habe da mal kurze Zeit drüber nachgedacht, so, Mensch, wer könnte es gewesen sein? Hast du es dir bei einer Frau oder bei einem Mann geholt? Bei einer Frau. Bei einer Frau. Mhm. Ja. Mhm. Und so, jetzt sagst du aber, das ist meine Ex-Beziehung, mit der ich den Sex vor 4 Wochen hatte. Das heißt, ihr seid nicht mehr zusammen? Wir sind nicht mehr zusammen, nein. Mhm. Sie hat das ja mitbekommen, dass das Kondom geplatzt ist. Ja, klar. Und ist jetzt wahrscheinlich auch in Angst und Schrecken, oder? Ja, tierische Angst. Mhm. Also bei ihr sogar noch ein bisschen größer, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Einfach dadurch, Ja, sie ist Krankenschwester, sie weiß ja, was es bedeutet, ne? Ja, und arbeitet eben auch speziell eben auch auf einer Station, wo eben HIV wirklich ein großes Thema ist. Mhm. Wie lange warst du mit dieser Frau zusammen? Also bis Ende letzten Jahres, also bis Herbst letzten Jahres. Ja, wie kam es dann überhaupt dazu, dass ihr jetzt nochmal sexuellen Kontakt hattet? Weil wir uns nach wie vor eigentlich noch lieben. Ja. Also ich von meiner Seite aus also sehr und... Warum habt ihr euch getrennt? Sie sagt mir, diese Schwere, was diese Beziehung mit sich bringt durch die Erkrankung, dann kommt da eben dazu, dass ich eben durch die Therapie auch schon 2 Herzinfarkte hatte. Ach so. Und das bringt natürlich sehr viele Probleme mit. Jetzt muss ich doch nochmal rekonstruieren. Du hast sie kennengelernt, diese Frau, über die wir gerade reden. Da warst du noch negativ. Ja, und zwar ist das so gewesen. Das heißt, du bist ihr fremd gegangen. Nein, das hast du falsch verstanden. Und zwar, ich bin in die Klinik gekommen. Ja. Und am ersten Abend habe ich diese Frau dort gesehen. Ja. Sie hatte Nachtwache und ich habe mich sofort in diese Frau verliebt. Achso, aber da warst du schon HIV-positiv. Da war ich schon, natürlich, ach so, aber ich habe es nicht gewusst. Ah ja, ich verstehe, ja, da habe ich das falsch verstanden, ja. Also das Ergebnis ist erst später gekommen. Die Zeit, als ihr zusammen wart, da war ja auch klar, dass du HIV-positiv bist. Wie war eure Sexualität da? Sehr vorsichtig? Am Anfang ist bei mir gar nichts gelaufen. Mhm. So, das, oder wirklich... was weiß ich, war denn erregt und irgendwie, wie es eigentlich da anstand, miteinander zu schlafen, so, da war gerade alles wieder vorbei. Ja, ja. Oder das ging eigentlich die ganze Zeit, sobald irgendwie mal wieder ein blöder Gedanke irgendwie in
den Kopf kam, dann ist da unten rum also gar nichts mehr gewesen. Dann war wirklich sowieso gleich aber, die Erregung weg. Aber ihr habt euch dann arrangiert und es hat dann doch funktioniert. Ja, und vor vier Wochen wir haben, also im Großen und Ganzen haben wir wunderbare Sexualität gelebt. Also so, jetzt ist das passiert. Jetzt ist etwas sehr Schlimmes passiert, was eventuell zur Folge haben könnte. Es muss ja nicht sein, dass deine Ex-Freundin auch infiziert jetzt ist. Ja. Das wird man ja erst in ein paar Wochen feststellen können, ob es so ist. Ja. Machst du dir Vorwürfe? Natürlich. Welcher Art genau? Einfach Schuld. Dass du, also ich glaube, das kann man, also ja, so mit Schuldgefühlen, das kann man so, glaube ich. Wie geht sie damit um? Macht sie dir letztendlich auch Vorwürfe? Oder, nee, das macht sie nicht. Das wäre auch ziemlich dumm, weil sie wusste ja, auf was sie sich einlässt. Und diese so etwas kann ja immer wieder mal passieren. Ja. Wie seid ihr jetzt verblieben miteinander? Welchen Kontakt habt ihr, nachdem das passiert ist? Die letzten vier Wochen hatten wir recht engen Kontakt. Sie hat also keine neue Beziehung? Es gibt jemand anders, der war jetzt eben auch in der Zeit in Urlaub. Wobei näher gekommen sind wir uns eigentlich wieder seit Anfang Januar. Ja. Und also es ist also so ein bisschen so ein Hin und Her und. Also sie muss natürlich jetzt, aber das muss man ihr hoffentlich nicht sagen, als Krankenschwester weiß sie das und als verantwortungsbewusster Mensch, dass sie natürlich jetzt in dieser Zeit keinen Sexualverkehr haben darf nein, mit ihrem anderen Partner. Die Sachen sind ganz klar. Ja, das ist. Das heißt, jetzt ist wirklich eine schlimme Zitterpartie angesagt zurzeit. Hat sie sich schon ausgerechnet, wann sie am frühestens den Test machen kann, der wirklich der ganz aussagekräftig dann ist, ne? Also in zwei Monaten, also das wäre dann drei Monate danach, das ist dann eigentlich schon also sehr, sehr sicher. Zwar auch noch nicht hundertprozentig, aber. Schlimme Zeit, wo man gar nichts machen kann, ne? Außer nur hoffen. Ja. Hast du jetzt für dich schon irgendwie eine Konsequenz daraus gezogen, nachdem was passiert ist, dass du sagst, also ich bin jetzt noch viel vorsichtiger und nehme zwei Gummis oder ich habe überhaupt keinen Sex mehr oder hast du irgendwie was vor schon? Ja, also ohne dem, also leben wollte ich nicht und könnte ich glaube ich auch gar nicht, weil das einfach zu wichtig auch für mich ist. Die Sexualität. Aber ich habe natürlich schon auch Angst, wie angstbehaftet das jetzt eben so sein wird. Ja, ja. Und das macht natürlich auch wieder mindert die Erregung beim nächsten Mal, klar. Ne? Ja, wie du es gerade schon beschrieben hast, ja. Ja. Mann, Kai, da kann man ja wirklich nur hoffen, dass deine Ex-Freundin, dass sie Glück gehabt hat und dass nichts passiert ist. Und das wäre für dich ja auch ein Glück, was deine Schuldgefühle anbelangt und überhaupt, was dein Gefühl, Grundsatzgefühl anbelangt. Mehr kann man nicht, man kann nur hoffen im Moment, ne? Man kann nichts machen. Ja. Ja, und das macht es einfach so schwer. Und die Zeit. Diese Ungewisse. Ja. Und die Zeit vergeht dann doch sehr langsam und. Ich hätte noch eine ganz große Bitte. Wir rufen dich gleich nochmal an, weil die Sendung ist gleich weggekappt hier vom Sender. Wir rufen gleich nochmal an wegen der Bitte, okay? Ja. Tschüss. Ja. Bis gleich. In der Technik Günther Papperitz. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio bei 1 Live mit einer freien Themennacht und Donnerstag wieder Radio und Fernsehen, dann auch mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage Tschüss bis morgen bzw. bis übermorgen. Tschüss.